Heute habe ich ein Gadget für alle Kartenspieler unter euch. Es handelt sich um eine automatische Kartenmischmaschine vom Onlineshop spiele-offensive.de. Mitgeliefert wird neben einer kleinen Bedienungsanleitung noch die Kartenmischmaschine selbst. Und diese schauen wir uns jetzt mal ein wenig genauer an. Die komplette Vorder- sowie die Rückseite des Gadgets ist mit einem schwarzen Kunstleder überzogen. Das verleiht dem Ganzen noch eine schöne Optik. Auf der Unterseite ganz vorne befindet sich ein kleiner Knopf. Mit dem lassen sich später die Karten ganz einfach mischen. Des Weiteren befindet sich auf der Vorderseite noch dieser kleine Kasten. Der ist dazu da, um die Karten nach dem Mischen ganz einfach aus der Maschine herauszuholen. Auf der Oberseite der Mischmaschine befinden sich die beiden Ablagen für die Karten, die später gemischt werden sollen. Einmal links und einmal rechts. In der Mitte befindet sich noch ein kleines Guckloch, damit man auch sehen kann, wie die Karten nun wirklich gemischt werden. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Um nun Karten von der Maschine mischen zu lassen, nehmt ihr ganz einfach ein ganz normales Kartdeck und teilt es etwa in der Mitte. Die beiden Kartenhälften werden dann gleichmäßig auf die oberen Ablagen verteilt. Als nächstes drückt ihr den Knopf in der Mitte und die Karten werden automatisch von der Maschine gemischt und ihr müsst sie nur noch in dem unteren Ablagefach herausnehmen. Die automatische Kartenmischmaschine. In meinen Augen ein wirklich cooles Gadget. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern funktionierte in meinen Tests auch noch einwandfrei. Die Karten wurden gut und sorgfältig gemischt. Und auch bei einem Preis von 12,50 Euro kann ich auf keinen Fall meckern. Mein Fazit, wer oft Karten spielt und zusätzlich noch technikbegeistert ist, dem kann ich dieses Gadget auf jeden Fall empfehlen.